Sie hatte dreimal hintereinander Krebs. Wie sie damit umgegangen ist und welche wertvollen Erkenntnisse sie erhalten hat, erzählt uns unser heutiger Gast jetzt. Herzlich willkommen, Mia Kopp, zum Interview bei der größten deutschsprachigen Selbstheilungs-Community. Ja, Mia, so schön, dass du heute hier bist und über deine Heilsgeschichte erzählst, kombiniert schulmedizinisch mit energetischem Heilen. Du bist mit deiner eigenen Heilkraft schon mega früh in Berührung gekommen. Du hattest schon als 7-jähriges Mädchen, wurdest du mit Krebs diagnostiziert. Und das ist ja so eine Erkrankung, da ist einfach sehr offensichtlich, da ist etwas vorhanden, nicht so wie bei chronischen Krankheiten, was irgendwie diffus anfängt und man kann es nicht zuordnen. Hast du da noch konkrete Erinnerungen an die Zeit? Also ich weiß noch genau, wie es halt zu der Diagnose kam, also wie es komplett angefangen hat. Und das war auf jeden Fall, also zweierlei Dinge. Einerseits erinnere ich mich gut daran, dass ich in der Schule sehr unglücklich war, so mit dem ganzen System, weil ich da schon gemerkt habe, so ich war halt schon immer so ein bisschen sonderbar und habe halt nicht gut ins System gepasst. Und dann fing es halt an, dass ich immer mal wieder Knieschmerzen hatte, aber dann halt so als Kind, ne, dann einfach weitergerannt, so dieses, ja, mir tut mein Knie weh und ciao, ich renne dann mal. Und dann aber irgendwann wurde es halt so häufig, dass ich dann halt auch einfach beim Einkauf mit meiner Mutter mal richtig doll umgeknickt bin, dass sie meinte, ja komm, jetzt müssen wir mal zum Arzt gehen und mal eine Sportsalbe verschreiben lassen. Und dann ging es halt eigentlich alles ziemlich, ziemlich schnell, also wirklich von heute auf morgen. Dann wurde sofort ein Röntgenbild gemacht, weil sie schon ein komisches Gefühl hatte und schon meinte so, müssen wir mal gucken. Und dann am nächsten Tag sind wir eigentlich schon nach Berlin gefahren und dann wurde ich halt hier auf die Kinderkrebsstation gebracht und dann ging das halt alles so zack, 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 sofort alles los, aus dem Alltag gerissen und rein in den Krankenhausalltag quasi, ja. Und was wurde dann genau gemacht in der Zeit? Also erstmal natürlich ganz viele Arztgespräche, Biopsie und dann fing halt auch sehr, sehr schnell die Chemotherapie an, weil der Krebs ja schon eine Weile fortgeschritten war und auch schon gestreut hatte. Genau, und dann war es halt wirklich Krankenhaus, Chemotherapie, dann die Auszeiten halt immer wieder zu Hause und dann war irgendwie, ich glaube, im Anfang Dezember wurde die Diagnose gestellt. Und im Februar habe ich dann auch meine Beinamputation bekommen. Also da war vom Knie her nichts mehr zu retten. Das Bein musste halt in Form von einer Umkehrplastik amputiert werden. Und genau, im Februar 2001 war dann die Operation. Und ja, dann hieß es halt laufen lernen, weiter Chemotherapie machen, irgendwie Schule nebenbei noch irgendwie erledigen und halt diese ganzen Heilkräfte dann auch erforschen, so nebenbei. Also das so alles parallel. Ja, krass. Ja, das stelle ich mir mega traumatisch vor als kleines Kind. Weil, also gerade die Chemo ist ja mega belastend, aber dann raus aus dem Alltag raus, dann einen Teil vom Bein zu verlieren. Wie war das in der Zeit? Wie wurdest du da aufgefangen oder was hat dir da geholfen? Also einerseits natürlich diese Energiearbeit. Ich hatte auf meiner Station wirklich das Glück, dass ich eine Kunst- und Musiktherapeutin hatte, die auch Reiki-Lehrerin oder Praktizierende war, ich weiß es nicht genau, und die mich immer wieder auch mit Energiebehandlung behandelt hat. Ich habe auch an einer Studie mit teilgenommen, wo man erforscht hat, wie sich Akupunktur auf Chemopatienten auswirkt. Das war sozusagen so mit meine Rettung einfach, dass ich diese Dinge zur Verfügung hatte und auch die Musik- und Kunsttherapie auch einfach ja, mir so stark geholfen hat. Und die Beinamputation, also das, woran ich mich erinnere, ist halt so ein bisschen, also selbst für mich, wenn ich es heute sage, so ein bisschen diffus, weil es war halt so, dass mein Bein die ganze Zeit wehgetan hat und ich dieses Bein nicht mehr benutzen konnte. Das heißt, für mich war es halt wirklich eher, dass ich mich auf diese Operation gefreut habe, weil für mich dann in Aussicht stand von, ich kann dann ja wieder laufen. Die Schmerzen hören ja dann irgendwann auf. Also es ist ja nur eine gewisse Spanne, wo die Schmerzen erstmal schlimmer werden, aber es geht danach wieder weg.
Deswegen, dass für mich in dem Moment der OP erstmal alles gar nicht so schlimm und dramatisch war, weil ich mich einfach nur gefreut habe, dass irgendwie ein Ende in Sicht ist der ganzen Nummer. Die Probleme kamen dann halt erst so ein bisschen später, wo ich dann wirklich realisiert habe, okay, du hast jetzt ein Bein, was irgendwie anders aussieht. Du hast da halt, ne, entweder kein Bein dran oder eine Prothese dran. Die Leute fangen komisch an zu gucken, die anderen Kinder gucken komisch, dann hast du auch noch keine Haare und musst dann halt auch irgendwann ja wieder in die Schule gehen, weil das aus dem Schulsystem rausgerissen worden war ja für mich tatsächlich gut. Ich hatte dann Einzelunterricht auf der Station. Konnte mir halt aussuchen, was ich machen wollte. Es wurde auf meine Bedürfnisse eingegangen. Ich habe halt individuelles Lernen erfahren, was mega gut für mich war. Und dann war es halt eher so das Schlimme dann, als die Therapie wieder zu Ende war. Also nicht, dass die Therapie, das war gut, aber dann halt wirklich wieder in diesen Alltag reinzukommen und dann mit diesen ganzen Dingen konfrontiert zu sein, mit wieder Systemen, in das du nicht reinpasst, mit du siehst einfach nur, ne, komisch aus, hast keine Haare, kein Bein, musst irgendwie allen alles erklären, bist am Humpeln, musst irgendwie mit den Treppen in der Schule klarkommen und diese ganzen Sachen. Also das war dann tatsächlich eher so das, wo ich mir dachte so, pff, okay, können wir nicht wieder irgendwie Homeschooling machen und irgendwie Einzelunterricht wäre schon cool. Ja. Ja. Und ich weiß schon, wie deine Geschichte weitergeht. Das hat nämlich da nicht aufgehört. Möchtest du uns da mit reinnehmen? Genau, ich bin dann halt wieder in den Schulalltag reingekommen, so für 4 Jahre und habe mich dann nach den 4 Jahren auch so einigermaßen eingependelt, soweit wie es mir halt möglich war. Und dann habe ich ein Rezidiv in der Lunge bekommen, also einen Rückfall von den Metastasen, die halt schon vom Knochentumor gestreut hatten. Wo es halt auch erst so unklar war, ist es überhaupt was? Ist es nur eine Gewebeüberlagerung? Dann wurde halt ein bisschen zu lange gewartet, so dass zur OP, also quasi so relativ pünktlich zur OP, die Zelle dann schon aufgebrochen war und wieder gestreut hatte. Und aus, wir müssen eigentlich nur eine Operation machen und danach kannst du wieder gehen, wurde dann halt auf einmal wieder 9 Monate Chemotherapie und Energiebehandlung und Akupunktur und, ne, so das volle Programm und wieder Homeschooling. Das war auf jeden Fall auch nochmal so ein richtig derber Einschlag für mich, weil es halt wirklich so der Moment war, wo ich mich gerade so irgendwie mit dem System so ein bisschen abgefunden hatte und mich gerade wieder so halbwegs eingelebt habe und wieder auf den Beinen war. Und dann halt direkt nochmal so rausgerissen zu werden, war schon, ja, war krass. Vor allem OP an der Lunge ist halt auch einfach immer so eine Sache, ne, die einfach krass ist. Ja, und ich kann mir auch vorstellen, bei dem ersten Verlauf, man denkt so, auch offensichtlich ist es etwas gegangen und man rechnet dann gar nicht, dass es noch irgendwie eine Wiederholung gibt oder an einem anderen Ort des Körpers, das sich manifestiert, was ja auch im eigenen Selbstbewusstsein und der Beziehung zum Körper auch wieder so einen verunsichert und man denkt, okay, wie ist das, wenn sich das jetzt immer wieder wiederholt, oder? Ja, also als Kind sowieso, ne, also nach dem einmal Krebs hatte ich nicht im Kopf, dass ich noch mal einen Rückfall kriege. Also es war bestimmt unterschwellig schon noch so eine Angst da, wenn die Kontrolluntersuchungen waren, aber gerade nach 4, 5 Jahren sagt man ja auch, dass dann das Risiko enorm sinkt, halt noch mal zu erkranken. Und das war halt bei mir ja genau der Punkt, wo es dann halt wieder kam, wahrscheinlich durch einen Wachstumsschub, auch verursacht, dass eine schlafende Zelle halt geweckt wurde. Aber darüber denkt man ja als Kind erstmal nicht nach, sondern ist so, okay, die 5 Jahre sind jetzt vorbei, dann ist die Nummer jetzt bestimmt erledigt, so passt schon. So, auf der anderen Seite hatte ich aber auch schon bei der ersten Kontrolluntersuchung, wo es hieß, so vielleicht Gewebeüberlagerung, vielleicht irgendwas anderes, einfach auch schon ein schlechtes Bauchgefühl. Also damals wusste ich halt noch nicht, wie gut meine Intuition und mein Gefühl ist. Deswegen habe ich mich damals auch noch nicht darauf so sehr verlassen, dass ich da irgendwie ein bisschen mehr gemacht hätte. Aber mein Gefühl dazu war schon so, irgendwas stimmt mit meinem Körper gerade wieder nicht. Keine Ahnung. Ja. Ja, das ist mega krass. Das ist so, wie mir viele berichten beim Chronic Fatigue Syndrom, wenn man Phasen hat, wo es einem besser geht und dann erlebt man auch mal einen Crash, das einfach nochmal, einfach das Thema wird einem nochmal vor Augen geführt. Man darf dann nochmal reingehen, aber es sitzen ja auch schon viele Ängste im Körper, die dann nochmal reaktiviert werden und die einfach nochmal angeschaut werden wollen. Aber es ist halt einfach ein mega Prozess nochmal, der viel Energie kostet.
Ja, voll, weil vor allem weiß man ja dann schon, wenn man es einmal erlebt hat, was auf einen zukommt. Also beim ersten Mal war es vielleicht auch deswegen in manchen Punkten weniger schlimm, weil, ne, es ist ja ganz oft das, was im Kopf dann passiert an Horrorszenarien, ist ja ganz oft, dass die Angst davor manchmal schlimmer ist als der Prozess selber. Und wenn man halt gar nicht weiß, was auf einen zukommt, dann sind halt die Horrorszenarien gerade als Kind, also so war es bei mir auf jeden Fall, nicht ganz so krass, wie wenn ich genau weiß, was für eine Scheiße da jetzt dann auf mich zukommt und man sich da halt so richtig schön in seine Horrorszenarien reindenken kann und auch damit, ne, seine Psyche und seinen Energiekörper ja auch wieder so enorm schwächt, weil man ja schon diese ganzen traumatischen Erfahrungen hat, die ich ja auch zum großen Teil damals noch gar nicht verarbeitet habe. Also, ne, ich war ja dann aus dem Krankenhaus raus und dann wollte ich mit der ganzen Nummer nichts mehr zu tun haben, so, und habe da dann auch keine Therapie oder irgendwas gemacht. So, und das hat sich dann da natürlich irgendwie dann wieder so diese ganzen Traumata auch wieder hochgeholt und diese ganzen Szenarien irgendwie wieder total in mein System geholt, was halt nicht hilfreich ist. Ja, du hast erzählt, dass du dann auch dieses Reiki gemacht hast und sogar so in jungen Jahren dann eine Ausbildung angefangen hast, gell? Genau, nach meiner ersten Krebserkrankung, dadurch, dass es mir einfach so krass geholfen hat, habe ich mir halt gewünscht, dass ich das einfach selber lerne, weil ich hatte ja auch vorher, also das wusste ich auch damals noch nicht, auch schon diese Zugänge einfach zu den Anderswelten, die waren ja schon immer da und auch dieses Feinsensible einfach, dass ich auch Menschen so krass gespürt habe. Und da konnte ich halt endlich mal was mit diesen ganzen Fähigkeiten irgendwie anfangen und da war es halt nicht irgendwie seltsam, sondern war halt, ne, was Positives. Und dann habe ich mit 8 Jahren mit meinen Eltern zusammen damals diese Ausbildung gemacht. Meine Eltern haben dann halt noch bis zur Lehrerausbildung tatsächlich weitergemacht. Ich habe dann halt den ersten Grad gemacht und dann für mich einfach individuell quasi weitergelernt und dann später noch meine Fähigkeiten irgendwie anders ausgebildet. Aber das war auf jeden Fall auch eine Sache, für die ich A, mega dankbar bin und B, die mir halt auch gerade in der zweiten Erkrankung einfach so geholfen hat, dass ich dann auch selber noch mal was tun konnte. So, und auch meine Eltern das Gefühl hatten, dass sie irgendwie was für mich tun können, was halt hilfreich ist gerade, weil auch die sind ja mega hilflos gewesen einfach. Ja, genau, das ist das, worauf man sich dann auch stützen kann, wenn nochmal so etwas passiert, wie jetzt beim Krebs, dass nochmal irgendwo Krebszellen gefunden werden oder bei einem Crash, dass man sagt, okay, aber ich habe schon ein Handwerkszeug, auch wenn es heißt, ich darf die jetzt alle nochmal rausholen, man hat die, man fängt doch nicht nochmal von vorne an. Ja, definitiv. Das Ja. war extrem gut. Ja. Ja, du bist dann irgendwann erwachsen geworden und du hast geschrieben, dass danach irgendwann die Angst- und Panikattacken angefangen haben. Du hast es jetzt schon angedeutet, es ist natürlich so eine Zeit, wo man die Resilienz natürlich nicht hat mit dem, was alles passiert, aber man funktioniert halt, man versucht sich irgendwie zu helfen, aber dass in diesem ganzen Körper dann doch Trauma feststecken und man die zwar irgendwann mal eine Zeit lang zur Seite schieben können und die dann doch irgendwann hochploppen. Wann war das erste Mal, wo du gemerkt hast, oh wow, da ist aber irgendwas noch nicht im Gleichgewicht? Also erstmal kurz, um den Kontext nochmal rumzukriegen. Ich habe dann nach der Lungengeschichte auch noch Leukämie bekommen, ein Jahr nach dieser Diagnose, was dann halt nochmal dieses war von, ich kann meinem Körper nicht vertrauen. Und genau diese, also dass das halt auch dreimal passiert ist, hat bei mir natürlich ganz stark diesen Glaubenssatz ausgelöst von, es ist nicht sicher in meinem Körper, ich kann meinem Körper nicht vertrauen, mein Körper macht seltsame Dinge, über die ich keine Kontrolle habe. Und dann fing halt ganz schnell dieses Gefühl von totaler Kontrolllosigkeit an. Und ich habe gemerkt, dass dann, also ne, das habe ich jetzt im Nachhinein reflektiert, dass schon bei der dritten Chemotherapie eingesetzt hat, dass ich habe viel Cortison bekommen und war sehr aufgeschwemmt. Das war natürlich ein Punkt. Und ich war damals ja dann schon so 12 oder 11, so, wo man dann ja auch so langsam irgendwie attraktiv aussehen möchte fürs andere Geschlecht. Und war aber gleichzeitig untergewichtig und hatte halt diese ganzen Fressanfälle vom Cortison, gleichzeitig totale Stimmungsschwankungen und so weiter. Und da fing es schon an, dass ich so eine leichte Essstörung entwickelt habe. Was jetzt im Nachhinein gesehen halt auch einfach dieses
Das war was, worüber ich Kontrolle ausüben konnte am Ende. So die Kontrolle, die mir halt vorher die ganze Zeit einfach gefehlt hat. Das heißt, ich habe mich jahrelang über meine Jugendzeit halt wirklich auch mit Essstörungen irgendwie rumgequält und es selber ja auch nicht verstanden. Ja. So, dass das halt dieses Kontrollding einfach ist, aber dass das halt was ist, wo ich einfach meinen Körper irgendwie, ne, da was machen konnte. Und genau, mit ungefähr so 17, 16, 17 Jahren fing es dann an, dass ich die erste Panikattacke bekommen habe und gar nicht wusste, was los war. Also weil das so wuff, auf einmal irgendwie über mich rüberkam. Und das dann auch so ein, es war halt auch so seltsam, weil es einfach über Monate hinweg jeden Tag die ganze Zeit eigentlich da war. Also ich hätte dir eher die Momente aufzählen können, wo ich keine Panikattacke hatte, als die Momente, wo ich eine hatte. Und normalerweise ist das ja so, dann kriegst du halt mal eine Panikattacke, dann eine ganze Zeit lang nichts. Und bei mir war es halt nicht so, sondern das hat mich halt einmal komplett aus den Latschen gehauen für mehrere Monate. Ich konnte nicht, also immer wenn ich irgendwas zu essen zu mir genommen habe, was halt auch spannend ist, habe ich eine Panikattacke bekommen. So, wo dann halt auch dieses Muster irgendwie wieder mit drin war, dass auch da mir dann die Kontrolle über das Essen, was ich ja vorher ausüben konnte, verloren gegangen ist. Und ja, ich dann halt irgendwann gemerkt habe, okay, das so kannst du halt nicht leben, weil ich war ja absolut nicht mehr selbstständig, ich konnte nicht mehr zur Schule gehen und dann halt gemerkt habe, okay, ich war ja dann auch schon 17, so jetzt haben wir irgendwie unsere ganzen Themen so lange weggeschoben und die ganzen Dinge, die uns passiert sind, so lange weggeschoben, dass ich dann schon auch den Gedanken mal hatte von, vielleicht wäre es jetzt einfach sinnvoll, wirklich mal einen Therapeuten auch drüber gucken zu lassen, wer weiß, was das ist, so alleine, weil ich halt auch ganz oft das Gefühl hatte von, ich falle jetzt in Ohnmacht, ich kriege einen Herzinfarkt. Es war aber physisch nichts findbar. Genau, und dann bin ich halt dadurch zu einer Therapeutin gekommen, wo ich dann halt so die Ansätze davon mitbekommen habe, dass ich halt einfach, also auch das Bewusstsein dafür bekommen habe, dass ich echt stark traumatisiert bin einfach. Und die Dame mir aber auch nicht wirklich helfen konnte, weil halt, also die Erfahrung habe ich dann auch im späteren Verlauf gemacht, ganz viele Therapeuten, bei denen ich mich vorgestellt habe, die saßen dann irgendwann selber heulend vor mir, wo ich mir dachte so, ja, auch nicht hilfreich, weil ich kann dir die Geschichte erzählen, ohne zu weinen, aber wenn du jetzt schon total überfordert damit bist, dann können wir an der Stelle eigentlich auch abbrechen. Und das war halt für mich am Anfang ganz schlimm, weil ich halt echt so viele Therapeuten irgendwie abgesucht habe und die meisten damit einfach so überfordert waren, dass sie mich nicht therapieren wollten. Und ich dann halt auch da gezwungen war zu sagen, okay, wenn mich keiner therapieren will, dann muss ich mir halt irgendwie selber Möglichkeiten und Wege suchen, damit ich das halt irgendwie in den Griff kriege. So, weil so, das geht halt nicht. Also als ich dann zu Hause ausgezogen bin, war es irgendwann echt so weit, dass ich die Wohnung nicht mehr verlassen konnte. So, und mich selbst in der Wohnung nicht mehr sicher gefühlt habe und mir dann dachte so, nee, come on. So wollen wir nicht leben. Ja, das ist irgendwie so logisch, dass das irgendwann passiert, gell? Aber wenn es passiert, dann erwischt es einem auch einfach so eiskalt. Und ja, also es tut mir leid wegen den Therapeuten. Es kann sein, dass sich da jetzt ganz viele melden würden, Therapeuten sagen würden, ja, doch, doch, das, da hätte ich schon meine Tools. Aber ja, manchmal ist es so und vielleicht muss es auch so sein, weil es dich nochmal auf einen ganz anderen Weg gebracht hat, gell? Ja, das denke ich auch. Also das war so, ich glaube, das war halt echt so das Geschenk dahinter, dass ich einfach an die falschen Therapeuten gekommen bin. Ja. Und dadurch halt irgendwie die Erfahrung auch wieder machen konnte, dass, also ich bin dann irgendwann, habe ich gesagt, so, jetzt geht gar nichts mehr. Ich muss jetzt irgendwie erstmal raus aus Deutschland. Ich gehe jetzt reisen, so, keine Ahnung. Muss mich irgendwie wiederfinden. Und da fing es dann halt wirklich an, dass ich dann, habe ich Schamanen kennengelernt, mit denen ich arbeiten konnte, die halt auch dieses Potenzial in mir gesehen haben und meinen so, hey, wenn wir jetzt irgendwo in der beduinischen Wüste wären, dann wärst du wahrscheinlich mit die nächste Schamanin, die für den Stamm zuständig ist, die halt mir geholfen haben, die ganzen Fähigkeiten nochmal wirklich rauszuholen aus mir. Dann habe ich angefangen, als ich nach Deutschland zurückgekommen bin, mit Körpertherapie, Wirbelsäulentherapie, Aromatherapie, also ne, alles Ausbildung, die ich dann gemacht habe. Bin dann irgendwann über den Schamanismus zu Theta Healing gekommen, zu Quantenheilung gekommen und habe jetzt mittlerweile halt so mein eigenes Konzept aus den ganzen Fähigkeiten, die ich von
ne, aus Thailand, aus Indien, aus Deutschland irgendwie gelernt habe und mit dem, was ich dann auch noch vom Universum einfach bekommen habe an Tools, habe ich jetzt halt so meinen eigenen Werkzeugkasten zusammengebaut und den hätte ich halt nicht, wenn ich jetzt irgendwie einen guten Therapeuten gehabt hätte, der das mit mir klärt. Und ich jetzt halt einfach sehe, wie gut ich mir helfen kann, wie gut ich meinen Klienten helfen kann, wie gut ich meinen Freunden helfen kann und immer mehr und mehr dazu lerne und da auch immer tiefer in meine eigenen Fähigkeiten gehe, immer tiefer mit meiner Seele verbunden bin und immer mehr die Zusammenhänge verstehe. Warum ist mir das damals passiert? Warum sind die Sachen so gekommen? Und mittlerweile halt weiß, das ist alles kein Zufall. So, und ne, klar gibt es gute Therapeuten, aber hätte ich einen gefunden, wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. So, und das ist halt einfach ein Riesengeschenk, dass das alles genau so passiert ist, wie es passiert ist. Was ist so deiner Meinung nach die größte Erkenntnis, die du gewinnen durftest? Du hast jetzt gesagt, dass alles zusammenhängt. Kannst du da noch tiefer eintauchen mit uns? Ich habe auf jeden Fall also zweierlei Dinge verstanden. Einmal, dass ganz viele Dinge natürlich auch übers Familiensystem, weil auch wenn Kinder krank werden, das ja immer irgendwie noch mal was aussagt, auch übers Familiensystem. Und gleichzeitig, dass das Universum einfach so genial ist, dass es wirklich die Dinge so krass miteinander verbindet, dass es der Familie einerseits dient und die Themen sichtbar macht und gleichzeitig der Seele des Kindes für ihr Wachstum und ihre Aufarbeitung und die Erfahrung so krass dient, dass man auch da, finde ich, ganz schwer sagen kann, okay, also, ne, weil ja ganz viele auch so sagen, ja, wenn dein Kind krank wird, dann bist du halt schuld. Das sehe ich halt nicht so, sondern eher, dass es einfach, dass da so zwei Konzepte ineinander greifen, die am Ende sowohl der Seele des Kindes als auch der Familie einfach so krass dienlich ist, weil auch die ja so krass daran wachsen können und das alles ja als Lernprozess sehen können. Und ich halt einfach für mich erkannt habe, dass es in jeder Situation, und so hart das klingt und so scheiße diese Situation manchmal auch ist, es immer irgendwie so viele gute Punkte gibt, wenn wir bereit sind, die zu sehen und wenn wir bereit sind, jede Situation erstmal ganz wertungsfrei als Lernfeld zu betrachten und erstmal wirklich zu gucken, okay, was liegt eigentlich wirklich dahinter? Also was liegt unter diesen ganzen Themen versteckt an Geschenken, die dann halt hochkommen, wenn wir den ganzen Müll mal zur Seite räumen? Ja. Ja, und das setzt aber voraus, einmal so in diese Annahme zu kommen und sich dann für die Dankbarkeit zu entscheiden, was ja so eine hochschwingende Frequenz ist. War das für dich selbstverständlich, dahin zu kommen, oder war das dann auch in diesem Prozess von diesen Angst- und Panikattacken etwas, was in dieser Aufarbeitung, oder wo war der Punkt, wo du, weißt du, war das so eine bewusste Entscheidung? Oder war das ein Side-Effekt von einer anderen Entscheidung, dass du da hinkommen konntest? Definitiv ein Side-Effekt und definitiv auch noch nicht. Also dieses Gefühl von so wahrhaftiger Dankbarkeit ist auch noch nicht so mega lange da. Da ging ganz viel voraus, dieses wirklich bereit sein, meinen Gefühlen Raum zu geben. Und zwar allen Gefühlen, die nämlich über der Dankbarkeit drüber liegen erstmal. Der ganzen Trauer, der ganzen Wut auch darüber, dass mir das passiert ist. So die ganze Wut aufs Universum, auf whatever. So, und das halt wirklich alles mal, wirklich diese Gefühle, diese ganzen Traumata zu bewegen, abfließen zu lassen, zu integrieren, was auch immer das Gefühl da gerade brauchte. Und je mehr ich das gemacht habe, desto mehr hat sich dann wirklich auch das Bewusstsein dafür eingestellt von, wow, guck mal, welche Geschenke hinter diesen ganzen Situationen, auf die ich wütend bin, liegen. Und guck mal, wie viel Dankbarkeit jetzt auf einmal hochkommt und wie viel Freude und Dankbarkeit einfach da sein kann, wenn die ganzen Schichten wirklich mal abgefühlt werden, so Step by Step. Aber ich erinnere mich noch gut an Momente, wo ich so Sachen gelesen habe von, ja, du musst einfach nur dankbar sein, du musst einfach nur ein paar Affirmationen sprechen und so weiter. Und ich mir dachte so, ich fühle aber keine Dankbarkeit und Affirmationen bringen mir nichts oder machen mich dann irgendwie noch wütend, weil ich ja merke, dass ich es nicht habe und ich mir da irgendwie selber was vormache gerade. Und da halt ganz lange mir dachte so, ja, shit, so, du fühlst halt diese Dankbarkeit nicht. Ist irgendwie nicht so cool. Und dann aber irgendwann den Schlüssel gefunden habe von alles klar, da liegen halt Schichten drüber. Und die Schichten dürfen halt erstmal abgetragen werden und wir fühlen halt, was wir gerade fühlen. So. Und ich zwinge mich jetzt nicht dazu, was zu fühlen, was ich halt gerade eh nicht fühlen kann.
Einfach, weil auch dann übergehe ich mich ja wieder so stark selber, dass auch das einfach keinen Sinn macht. Ja. Mega, dieser Punkt, Gefühlearbeit. Es war Ja. auch in meiner eigenen Geschichte war das so ein wichtiges, wichtiges Thema für mich, dass ich da in diese Transformation reinkommen darf. Und ja, dieses Potenzial haben die Gefühle. Sie zeigen uns auf, was angeschaut werden darf. Und wenn man es man kann es in die Zerstörung ausleben oder darin es eben zu transformieren. Und aber das geht nur, wenn man sie zulässt. Und in dem Moment sind es Gefühle, die gesellschaftlich nicht so akzeptiert sind, wie Wut oder auch schon traurig sein. Traurig sein löst bei vielen Menschen ein großes Unwohlsein aus, wenn du neben denen bist und du bist traurig. Nein, nein, das wird schon. Das wird schon. So. Ist doch alles gut, ist doch gar nichts. Ja. So. Du hast es ja jetzt geschafft. Ja. Ja, wow, mega spannend. Mega, mega, mega spannend. Ja, ein Side-Effekt. Die Dankbarkeit als Side-Effekt. Definitiv, ja. Was ist, wenn jetzt jemand zuschaut und sagt, okay, aber mir machen diese Wiederholungen meiner Geschichte echt zu schaffen, weil ich denke, das ist bei deiner Geschichte sehr einzigartig, dass so eine krasse Erkrankung wie der Krebs sich dreimal wiederholt hat. Das heißt, du jedes Mal wieder herausgefordert warst, gefühlt, wir haben schon gesagt, das ist nicht von vorne anzufangen, aber gefühlt ist es jedes Mal bei einem Crash oder bei einer wiederholten Diagnose, super, ich fange wieder von vorne an. Wenn jetzt jemand zuschaut und sagt, ich komme darauf nicht klar, das macht mich so wütend, ich verstehe es nicht und es ist so ungerecht. Was kannst du da als Impuls mitgeben? Also definitiv erstmal die Wut zulassen, das Gefühl, dass es ungerecht sich gerade anfühlt, zulassen und wirklich einfach mal diesem Gefühl Raum zu geben, ohne sich in die Geschichte dazu zu verstricken. Und gleichzeitig dann, also das, was mir immer geholfen hat, ist halt wirklich auch immer noch mal nachzuforschen von, was ist denn jetzt der, sag ich mal, Krankheitsgewinn davon? Was ist denn der positive Side-Effekt von dem, was ich gerade erlebe? Und wie könnte ich das zum Beispiel auch in mein Leben integrieren, ohne diese Krankheit haben zu müssen? Wo kann ich noch nachforschen, was mir diese Krankheit gerade wirklich auch sagen will als tiefere Botschaft? Weil ganz oft verstehen wir halt gar nicht, dass unser Körper hat klar ein Symptom, was wir auch behandeln können auf körperlicher Ebene. Und trotzdem hat dieses Symptom sich ja vorher auf der mentalen Ebene durch irgendeine Disharmonie im Leben schon manifestiert. Und wir haben vielleicht auch schon vorher so kleine Punkte als Hinweise bekommen, die wir aber nicht gesehen haben. Und irgendwann muss der Körper halt als sichtbares Tool quasi eintreten. Und da können wir halt immer noch mal forschen von, was will mir mein Körper gerade wirklich sagen? Was darf ich in meinem Leben so umstellen und in Harmonie und ins Gleichgewicht wieder bringen, damit auch entweder die Krankheit annehmbar für mich wird, sodass ich gut damit leben kann, oder dass im besten Fall die Krankheit halt sogar wieder gehen darf, weil sie halt einfach nicht mehr dienlich ist, weil am Ende dient uns die Krankheit, so blöd wie es sich anhört, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, um auf irgendwas aufmerksam zu machen. Und wenn wir das verstanden haben, dann hat die Krankheit halt gar keinen Nährboden mehr und wir brauchen sie halt faktisch nicht mehr. Das sind dann so die Sachen, wo ja ganz viele sagen, so irgendwelche Wunderheilung, Spontanheilung, so aus meiner Perspektive ist das dann halt da, wurde dann ganz oft einfach sehr schnell die wirkliche Ursache des Ganzen erkannt. Oder halt einfach, der Mensch kann halt wirklich dann mit der Krankheit umgehen und kann sagen, so, hey, ich bin zwar krank, aber ich habe trotzdem ein gutes Leben. So, das ist ja auch immer eine Möglichkeit. Ja. Und das finde ich auch mega wichtig, das herauszukristallisieren. Deswegen, wir haben zwei Formate hier. Wir haben geheilt von, aber auch Umgang mit. Und ich finde, beides ist Heilung an sich. Mit einer Krankheit oder einer Diagnose umzugehen, für sich einen Frieden zu finden, oder eben das ganz loslassen zu können, ohne das zu werten. Also beide sind so, so, so kostbar. Und ich denke aber auch immer, und das ist auch so spannend, wenn das Leute fragen, ja, und jetzt bist du wieder ganz gesund, bist du wieder wie vorher? Nein, nie mehr. Niemand, nie mehr ist man so wie vorher. Also irgendwas
durfte man immer beerdigen und loslassen. Ja, und ganz oft auch zum Glück tatsächlich. Also wenn ich mir angucke, die Person, die ich geworden bin, die Person, die ich war und auch die Person, wo ich mir denke, die ich geworden wäre ohne all das, ich würde das nicht eintauschen wollen, um ganz ehrlich zu sein, so weil ich mit dem, was ich jetzt habe und mit dem, was ich jetzt bin, einfach so happy bin und das alles mich ja am Ende dahin geführt hat. Ja, das geht mir auch so. Ja, mega schön. Ja, vielen, vielen Dank. Das war so ein schönes Gespräch und vielen Dank auch, dass du einfach nicht aufgegeben hast, dass du immer wieder dran geblieben bist und dass du auf dein Herz gehört hast und weiter geforscht hast. Und es ist wirklich so, das, was dir die Schamanen gesagt haben, in anderen Kulturkreisen ist es tatsächlich so, dass der Mensch, der am meisten Krankheit erlebt hat, dann zum größten Heiler wird. Also ich denke, das dürfte hier in unserer Gesellschaft sich noch wandeln. Ich sage oft den Selbstheilern, deine Geschichte müsste eigentlich im Lebenslauf aufgeführt werden, weil das, was du transformiert hast und das, was du dazugenommen hast auf mentaler und seelischer Ebene, kann man nicht studieren. Ja. Ja. Definitiv. Ja, danke auch für die Einladung. Mega, mega schön. Vielen Dank dir. Ja, ihr Lieben, was für eine ermutigende Geschichte. Und ja, die Mia hat das so klar gezeigt, dass egal was sich wiederholt, nimm dir die Zeit, nochmal zurück zu dir zu kommen und dem Raum zu geben und ja, dieser Stimme des Körpers zu lauschen. Und ja, wir freuen uns über die Kommentare unten. Und ein Tipp für dich: Unten kannst du es auf den Pfeil klicken, dann klappt sich der YouTube-Beschrieb auf. Und da gibt es nämlich einen Link, da kannst du dich anmelden zu unserem Newsletter. Und ich nehme dich da im Newsletter ein in persönliche Prozesse, die ich gerade gehe. Und ja, ich freue mich auf ganz viele Leser. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.